Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen kommen überall hin. Lass uns mal kurz auf diese bizarre Idee blicken. Und wer wann, wie und wohin kommt. Ich kann's ja im Prinzip kurz machen. Dieser Spruch ist nicht mehr als eine der zahllosen befreierischen Phrasen, die Frauen in letzter Hinsicht selbst schaden. Richtig ist natürlich, dass Frauen, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, dem gleichen harten Konkurrenzkampf ausgesetzt sind wie Männer. Sie also auch das Konkurrenzdenken anzunehmen verpflichtet sind wie Männer. Das erste Problem hier ist, dass Wettbewerbsdenken zwar in der Natur des Mannes liegt, nicht aber in der der Frau. Sie müssen sich also fast rund um die Uhr verstellen, was psychologisch extrem an ihnen nagt. Viel interessanter noch ist die Frage der Anziehung auf Männer. Ein böses Mädchen, also tough, rebellisch, befreit, laut, angriffslustig, das sich so verhält, wie sich Männer verhalten und vielleicht sogar noch Bettgeschichten wie ein Alpha-Mann am Laufen hat. Ja, welchen Typ Mann wird die denn anziehen? Wo wird sie also hinkommen, wenn böse Mädchen angeblich überall hinkommen? Nirgends. Böse Mädchen lösen keine Anziehung auf attraktive Qualitätsmänner aus. Sie kriegen, wenn sie gut aussehen, Bettgeschichten mit diesen, aber das war's auch schon. Ich hab's ja schon mehrmals gesagt, das, was Männer attraktiv macht, macht Frauen in sehr vielen Fällen unattraktiv.